Ja, ich heiße Stefan Kaufmann, bin Jahrgang 1969, geboren in Stuttgart. Ich habe zwei ältere Brüder, bin also das dritte jüngste Kind. Der eine Bruder ist 2 Jahre älter, der andere 4 Jahre älter. Und meine Geschichte hängt schon sehr damit zusammen, dass mein Vater sehr früh verstorben ist, als ich 12 war, an einer Krebserkrankung. Das heißt, meine Mutter musste dann relativ früh schon für uns sorgen. Sie ging dann auch arbeiten, was sie früher nie gemacht hat. Ich war dann eigentlich sehr auf mich alleine gestellt, schon in jungen Jahren. Meine beiden Brüder haben jeweils eine berufliche Ausbildung gemacht. Und ja, mein schulisch war ich immer sehr gut, auch ohne elterliche Unterstützung, sage ich mal. War immer Klassenbester in der Grundschule, später auch noch ein guter Schüler, sodass es eigentlich dann schon vorgezeichnet war, dass ich also auch aufs Gymnasium gehe und dann schon eher auch studiere, als was anderes zu machen. In der Familie gab es tatsächlich noch niemand, der studiert hatte. Mein Vater hat in einer Baufirma gearbeitet, als Prokurist, hat auch eine berufliche Ausbildung gemacht. Und was so ein bisschen kennzeichnend ist für mich, dass ich mich eben auch relativ stark selber finanzieren musste. Mein Vater hat zwar ordentlich verdient, wir hatten ganz gut gelebt, aber durch den frühen Tod war natürlich mit Rente dann nicht so viel. Und deshalb konnte meine Mutter zwar sich ganz gut über Wasser halten, aber sie konnte eigentlich jetzt für meine Finanzierung nicht so arg viel machen. Und deshalb habe ich eigentlich schon in der Schulzeit und nachher auch im Studium dann sehr viel selber gearbeitet. Ich habe Prospekte ausgetragen, ich habe Orgelunterricht gegeben in Reutlingen oder Keyboardunterricht. Ich habe gearbeitet für Abgeordnete. Also ich habe relativ viel nebenher gearbeitet und habe mir damit auch das Studium dann finanziert. Ja, es ist schon so, dass es jetzt ein bisschen ungewöhnlich war, weil es eben keine Beispiele gab, weil meine Brüder eben nicht studiert hatten. War dann schon auch was Besonderes. Meine Mutter konnte auch nicht so viel unterstützen, weil sie das so, sage ich mal, Hochschulumfeld auch nicht kannte. Habe mich dann aber sehr gut da eingefunden, bin auch schnell dann hochschulpolitisch aktiv geworden, noch nicht parteipolitisch, und habe mich einfach so dann da durchgeschlagen und immer mit sehr viel Zeitaufwand eben dann auch nebenher Geld verdient, habe viel auch nachts gearbeitet oder nachts studiert und tagsüber dann auch mal gearbeitet. Und das war eigentlich eine sehr interessante, sehr intensive Erfahrung. Habe auch sehr spät angefangen zu studieren, wenn man das mit heute vergleicht, erst mit 21. Ich habe spät Abitur gemacht, ich bin so ein Sommerkind, erst mit knapp 7 eingeschult worden. Das hat man damals für gut gehalten, dass man erst spät eingeschult wird. Habe dann eben mit 19 das Abitur gemacht, habe dann Zivildienst gemacht, 20 Monate lang damals, oder zunächst 20, dann verkürzt auf 15 Monate, und habe dann eigentlich erst 2 Jahre nach dem Abitur angefangen zu studieren. War ich eigentlich dann schon relativ alt, als ich angefangen habe, und dann auch relativ alt, als ich fertig war mit dem Studium. Habe im Ausland auch eine Zeit lang studiert, habe da auch eine finanzielle Unterstützung über BAföG bekommen, und insgesamt, ja, war das einfach eine tolle Erfahrung. Und deshalb kann ich auch nur jedem raten, dieses Wagnisstudium auf sich zu nehmen. Und deshalb, wenn ihr euch überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, auch weil es vielleicht keine familiären Beispiele gibt, macht es einfach, probiert es, nutzt die Möglichkeiten auch von BAföG und die Unterstützung von Arbeiterkind, und dann wird es eine tolle Sache. Viel Erfolg!